Ich bin Katja Habermann, Fachanwältin für Erbrecht in Hamburg. Mein heutiger Beitrag beschäftigt sich mit der Immobilie im Nachlass bei einer Erbengemeinschaft. Im deutschen Recht erfolgt der Erbgang automatisch. Das heißt, es ist keine Handlung erforderlich, um Erbe zu werden. Insbesondere müssen Sie das Erbe nicht annehmen. Der Erbschein dient daher auch nur dem Nachweis des Erbrechts, ist aber nicht erforderlich, um Erbe geworden zu sein. Weiterhin gilt die Universalsukzession, die sogenannte Gesamtrechtsnachfolge. Der oder die Erben folgen dem Erblasser in alle seine Positionen nach, Verpflichtungen und Rechte. Sofern sich eine Immobilie im Nachlass befindet, sind Sie mit der logischen Sekunde des Erbfalls Eigentümer dieser Immobilie, mit allen Verpflichtungen. Prüfen Sie daher, ob die Immobilie ausreichend versichert ist. Sofern nicht nur eine Person Erbe wird, sondern mehrere Personen Erben werden, bilden diese eine sogenannte Erbengemeinschaft. Sie folgen als Gemeinschaft der einen Person des Erblassers nach. Sie können auch nur wie eine Person handeln, nämlich gemeinschaftlich. Verfügungen über eine Immobilie im Nachlass sind daher auch nur gemeinschaftlich möglich. Die sogenannten ordnungsgemäßen Verwaltungsmaßnahmen für die Immobilie, wie beispielsweise der Abschluss von Mietverträgen, Versicherungen oder auch die Beauftragung von Handwerkern für die Immobilie, können Sie mit einfacher Mehrheit beschließen. Dabei zählen die Stimmen je nach den Erbquoten. Sollte ein Erbe seine Mitwirkung hier verweigern, ist es möglicherweise auch denkbar, ihn gerichtlich hierzu zu verpflichten. In einem Notfall, der klassische Notfallsbeispiel ist, wenn ein Wasserrohrbruch in einer Immobilie passiert und Sie als einziger Erbe erreichbar sind, können Sie auch hier handeln, aber nur in solchen Notfallmaßnahmen. Sie können also dafür sorgen, dass weiterer Schaden von der Immobilie, von dem Nachlass abgewandt wird. Die dann anschließenden Renovierungsarbeiten, die müssen Sie dann allerdings erneut mit Ihren Miterben gemeinschaftlich abstimmen, beschließen und auch beauftragen. Die Situation von Gläubigern ist anders. Die Gläubiger können sich in einer Erbengemeinschaft einen einzelnen Erben heraussuchen und ihre Forderung von diesem einfordern. Sie als in Anspruch genommener Erbe können dann lediglich je nach den Erbquoten ihre Miterben in Regress nehmen. Sofern die Miterbengemeinschaft hier in Schwierigkeiten gerät, ist es immer ein erheblicher Abstimmungsprozess. Sie merken schon, sehr viel Kommunikation ist erforderlich. Daher ist eine Immobilie im Nachlass sehr problembehaftet und auch leider streitanfällig. Wir raten Ihnen dazu, möglichst eine Situation in dieser Weise nicht eintreten zu lassen. Denkbar ist es, die Immobilie bereits zu Lebzeiten zu übertragen, möglicherweise unter dem Vorbehalt eines Nießbrauchsrechts für Sie selbst als Übergeber. Oder Sie ordnen im Rahmen einer letztwilligen Verfügung eine Testamentsvollstreckung an. Der Testamentsvollstrecker ist nicht verpflichtet, sich mit den Miterben abzustimmen. Er ist insbesondere nicht von ihrer Zustimmung abhängig und kann daher die Verwaltung und möglicherweise auch die Veräußerung der Immobilie sehr viel effektiver, Zeitersparnis und kosteneffektiver vornehmen. Wenn Sie als Erbe in einer Erbengemeinschaft vor einer unlösbaren Situation stehen und sich mit Ihren Miterben nicht einigen können, steht Ihnen letztendlich nur die Teilungsversteigerung zur Verfügung. Mit der Teilungsversteigerung wird die Erbengemeinschaft für diese gesonderte Immobilie aufgelöst. Bis zum Schluss, bis zur tatsächlichen Versteigerungshandlung, können Sie als Antragsteller den Antrag wieder zurücknehmen, denn möglicherweise ergibt sich durch diese Teilungsversteigerung wieder eine neue Kommunikationsbasis und Sie kommen mit den Miterben wieder in eine lösungsorientierte Gesprächssituation. Sollten Sie hierfür noch weitere Informationen benötigen oder Unterstützung, wenden Sie sich gerne an uns. Auf der eingeblendeten Internetseite sehen Sie auch die regionalen Berater des Netzwerks Deutscher Erbrechtsexperten. Herzlichen Dank, auf Wiederhören.